So, fangen wir an. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag GitLab CI und Docker Registry. Das heutige Agenda sieht folgendermaßen aus. Ich erzähle ein bisschen über mich, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Wir gehen nochmal auf Sachen, was wir mit diesem Vortrag überhaupt erreichen möchten. Dann für diejenigen, die noch GitLab noch nicht kennen oder nicht so gut kennen, nur vom Namen her, gehen wir auf Basics von GitLab und dann konzentrieren uns auf das Deployment on-premise und essentiell auf einer Enterprise-Infrastruktur. Und wer schon in großen Enterprise gearbeitet hat, weiß, dass das Deployment bei diesen Infrastrukturen ein großes Schmerzen bereiten kann. Daher, wir haben die Erfahrung gemacht und wir möchten die Erfahrung einfach scheren und so eine Diskussion machen. Und zum Schluss gehen wir noch auf die bekannten Bugs, die GitLab zurzeit hat, und die sind dabei, das zu fixen, damit ihr da auch Bescheid weiß, was auf euch wartet, wenn ihr GitLab deployen möchtet. Und zum Schluss gibt es dann eine Fragen-Antwort-Session. Diskussionsrunde. Die ist kaputt gegangen, sorry. Vielen Dank. Nochmal. So, okay. Alles klar. Dann über mich. Ich bin Oleg Fixel, ich bin Security Consultant bei der Firma CSPI, früher ModComp. Ich mache Architektur, bisschen Perl-Coding, Development Cycles. Privat lerne ich ein bisschen Golang und bastel am Gentoo. Was möchten wir mit diesem Talk erreichen? Ich möchte keinen Vergleich hier machen, GitLab gegen Jenkins, gegen was anderes. Also hier geht es um GitLab, wenn ihr euch schon für GitLab entschieden habt oder euch entscheiden möchtet, dann geht es hier um GitLab CI. Und wir möchten Übersicht verschaffen, was so GitLab Deployment mit sich bringt, wenn man dann auch eigene Docker-Container mit CI bauen möchte in einer On-Premise-Enterprise-Architektur. Wir gehen auf GitLab CI Community oder GitLab Community Edition. Mit Enterprise Edition haben wir noch keine Erfahrungen gesammelt. So, und ich bin kein Mitarbeiter von GitLab, das heißt, das, was wir besprechen, ist halt unsere Erfahrung und unser bestes Effort. Okay, wer hat schon mal GitLab gehört? Okay. Wer arbeitet mit GitLab? Okay. Cool. Ich gehe mal kurz, was GitLab ist, was es macht und das Wording vom GitLab überhaupt, damit wir auf derselben Welle sind und die gleichen Wordings, die Bedeutung verstehen. Okay, also GitLab, Git Repository Manager wie GitHub, nun selbst hostet, das war so die Idee, gestartet in 2011. Und jetzt ist rapide gewachsen bis auf 150 Mitarbeiter und ein Enterprise-Produkt. In 2016 haben sie CI-Pipelines eingebaut und damit halt ist GitLab reif zum CI und automatischen Deployment. GitLab ist schon benutzt von mehreren Firmen, IBM, Sony, SpaceX, NASA und CSPI. So, wer kennt, was Docker ist? Ja, super, alle. Ja, dann könnt ihr wahrscheinlich sogar mehr als ich. So, okay, ich gehe ganz kurz auf Docker, was es ist. Ganz kurz sieht Docker folgendermaßen aus. Wir haben Docker Client.
Wir haben Docker Host, wo die ganzen Container laufen. Container, so eine Art wie virtuelle Maschine, aber nicht virtuelle Maschine, gar nicht virtuelle Maschine, also mehr als ein separater Sandbox-Prozess. Und wir haben, wichtig, Registry, wo die ganzen Container liegen. Das heißt, es gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten. Wir können Container bauen von dem Docker-File. Das heißt, wir laufen Docker-Build und der erstellt uns einen Container, hier glücklicherweise einen Gentoo-Container. Und dann können wir mit Docker-Run diesen Container oder einen anderen Container aus unseren Images, lokalen Images, dann laufen lassen. Man sieht hier schön, dass die Container, die laufen, da gibt es so Schichten. Das heißt, jedes Mal, wenn man zum Container irgendwas hinzufügt, kommt eine Schicht oben drüber. Das ist so ein File-System-Schichtmodell. Und ich habe auch die Möglichkeit, Docker-Pull zu machen und einen Container aus dem Registry zu ziehen in mein lokales Container-Repository, lokales Speicher. So, das ist ganz kurz zu Docker. Fragen? Gut, ja, okay. So, zum Wording, damit wir auf derselben Seite sind, was ich oder was GitLab mit einem bestimmten Wortsatz meint. GitLab Server ist gemeint ein Server, der hat Repositories und hostet diese Repositories. Dann gibt es GitLab CI Runner. Das ist ein kleines Go-Binary, das läuft im User Space und sorgt dafür, dass die macht eine Verbindung zum GitLab Server und sorgt dafür, dass die Tests, Builds, was auch immer, was GitLab anstoßt, dass die aufgerufen werden und evaluiert werden. So, dann, wenn zum Beispiel ein CI-Runner einen Build-Prozess laufen lässt, dann entsteht am Ende dieses Build-Prozesses ein Binary, oder ein Build oder ein PDF oder was auch immer, ein Artefakt. Und dieses Artefakt kann eventuell dann an GitLab wieder zurück hochgeladen werden. GitLab hat dafür dann so ein Artifact Storage. So, dann gibt es auch, es gibt auch noch viel mehr, aber in diesem Vortrag gehen wir nur auf diese Sachen zu. Dann gibt es GitLab Container Registry und das ist nicht viel mehr als ein Frontend für Docker Container Registry. Das heißt, man muss nicht missverstehen, ich mache da ein Häkchen an und ich habe direkt ein Docker Registry. Nein, das ist nur ein Frontend, der greift nämlich auf das Docker Registry Service. Und ich habe halt dann die Möglichkeit, im Docker Registry meine Images zu verwalten, zu löschen und das macht auch die Authentifizierung. Das heißt, der GitLab hat dann ein Frontend für Docker Registry Service. Den muss man dann auch separat laufen lassen. Dann gehen wir gleich in der Architektur nochmal drauf ein. So, wie sieht so ein Deployment von GitLab mit CI on-premise aus? Wir haben eine Checklist, was wir alles dafür brauchen. Wir brauchen zwei VMs, man kann, also ich würde sagen, mindestens zwei VMs. Wir können es natürlich auf einer VM laufen, dann hat man so eine riesen VM, wo alles da drin ist, ist nicht schön. Also mindestens zwei würde ich sagen. Oder wenn Sie schon Kubernetes-Cluster oder Rancher-Cluster oder Mesos-Cluster oder was auch immer, Amazon ist ja nicht mehr on-premise. Also zwei VMs. Wir brauchen eventuell optional ein Reverse-Proxy oder ein Load-Balancer für SSL-Offload. Praktisch, da hat man die ganzen SSL-Zertifikate drauf. Wichtig ist, dass das Ding ein HTTP 1.1 vorne und nach hinten verstehen muss, also können muss. Zum Beispiel mit Light HTTPD hatten wir die Erfahrung, der macht nach vorne HTTP 1.1, bricht aber nach hinten 1.0. Und also Put und Delete HTTP-Requests kommen nach hinten nicht durch. So. Zum Beispiel. Eine
direkte Verbindung zum Internet, am besten eine direkte Verbindung zum Internet. Für das Ziehen der Docker-Images, weil der CI-Runner, das ist der, der Builds laufen lässt, der wird sich Docker-Images ziehen, um halt irgendwas, Java-Docker-Image, um halt JAR-Dateien oder VAR-Dateien zu bauen, muss er halt irgendwie ans Internet. Wir gehen noch auch darauf ein, was man machen kann, wenn man, wie üblich in Enterprise-Architekturen, einen Forward-Proxy hat. Und man bräuchte SSL-Zertifikate für das Frontend, für die Zwischenkommunikation. Interessant wird, wenn man intern eine eigene CA betreibt. Das heißt, also dass GitLab eventuell nach extern erreichbar ist. Großteils nicht, nur intern. Und intern wird eine eigene SSL-CA benutzt. Und dann wird es spannend. Das ist der Hauptteil von dem Vortrag. Okay, was für Probleme können dabei auftreten oder was kann Schwierigkeiten bereiten, wenn man dann so ein Deployment macht? Also internal CA ist auf jeden Fall eine Sache, die euch viel Arbeit, viel Gehirnschmalz braucht. Also das ist schon, man sieht ja auch, der Smiley, der hat wirklich so eine schöne Kurve drin. Also Forward Proxy kann auch ein bisschen schwierig sein, hat auch eine leichtere Kurve so im Gesicht. Und DNS Split Horizon, was nicht in diesem Vortrag, nicht Teil dieses Vortrags, wer versteht, was DNS Split Horizon? Nee, okay. Also DNS-Server, Name, gib mir ein IP, ich frage den an, der gibt mir, ich gebe ihm Namen, der gibt mir IP. So, Split Horizon heißt, ich habe einen DNS-Server, der ist sowohl für außen zuständig, als auch für innen. Und wenn jemand von außen fragt, gib mir gitlab.domain.com, der gibt eine Public-Adresse. Wenn ich von innen frage, der sieht, aha, okay, du hast eine interne IP, da habe ich eine andere View, da gebe ich dir eine interne IP. So, das ist Split Horizon, also für den gleichen Namen zwei verschiedene Einträge, IP-Adressen, abhängig von der Source-IP des Anfragenden. So, das kann auch eventuell tricky werden. Okay, so, das GitLab CI Runner ist das Ding, was die Builds und die Tests und die Docker-Images baut und das ganze CI-Doing macht, der Worker dafür. Der sieht, die Architektur kann folgendermaßen aussehen. Also hier haben wir GitLab CI, das ist der Server oder ein Teil des Servers, das CI-Teil, das Command and Control Center, was sagt, welcher Runner was machen muss. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel einfach einen CI-Runner bei uns auf dem Laptop laufen lassen. Der verbindet sich dann über HTTP zum GitLab-Server und holt sich dann die Befehle, was er machen soll und macht das dann. Kann eventuell auch mit Docker funktionieren, also wenn man gerade da eine VM mit Docker hat oder nativ. Man kann Runner als virtuelle Maschinen in der Cloud aufsetzen. Ich glaube, GitLab hat sogar einen Connector zum DigitalOcean. Da kann er bei DigitalOcean einen Runner einfach erstellen, Sachen laufen lassen und wieder löschen. Das heißt, in der Cloud ist es auch kein Problem. Es ist sehr dynamisch. Hauptsache, derjenige kommt dahin, also die Befehle gehen von dem GitLab CI, aber die Verbindung geht andersrum. Und ich habe noch die Möglichkeit, einfach einen Shell-Runner laufen zu lassen. Der kann dann in normalen Shell Befehle absetzen. Also dann programmiere ich meine CI-Konfiguration so, dass ich halt wie auf der Shell Befehle aufrufen soll. Und ganz interessant wird es nämlich mit dem Docker-Runner. Das heißt, der Docker CI Runner
verbindet sich dann an den Docker-Container und für jeden CI-Job startet er einen Docker-Container oder zieht sich einen Docker-Container und klont da die Repository rein und lässt die Befehle laufen, Build-Jobs oder was auch immer. Das heißt, man kann hier verschiedene Container aus dem Registry ziehen und da die CI laufen lassen. Was hier aber noch nicht da ist, was auf einem anderen Slide da ist, man kann hier in dem CI-Runner, der Docker-Container benutzt, noch einen Docker-Container erstellen und in diesem Docker-Container ein Docker-Image bauen. So baut man dann die Images nochmal. Ja, das heißt Dint Docker in Docker. Das ist ein ganz kruder Konstrukt. Man kann es auch anders machen, aber das ist halt die Sache, die bis jetzt so ja, empfohlen wird. Und also so, wie es aussehen kann. Okay, jetzt kommt ein ganz interessanter Slide. Den müsste ich mal durchgehen. So kann es aussehen. Sieht vielleicht sehr kompliziert aus, aber wir gehen mal einfach mal durch und man sieht, das ist relativ logisch. Also das ist unser GitLab-Server. Da gibt es verschiedene Komponenten. GitLab, das ist Repository, dann gibt es GitLab CI, dann gibt es Artifact Storage, dann gibt es Registry Frontend und Authentifizierungsstelle. So. Wenn der CI-Runner startet, verbindet er sich an dem CI, wahrscheinlich muss er sich an GitLab verbinden, aber der verbindet sich an GitLab, holt sich die Befehle und dann verbindet sich an die CI, holt sich die Befehle und dann holt er das Repository von dem GitLab-Server und klont die in einen Container. Ein Container macht dann die Builds und Tests oder was auch immer und der Runner hat dann die Möglichkeit, dann noch per HTTPS dann die Artifacts hochzuladen in die Artifact Storage und hier hat man auch dann die Möglichkeit, den Docker-Container in dem Docker-Container nochmal Docker-Build, also Docker-Build zu bedienen und einen Docker-Container als Artifact zu erstellen und dieses Artifact geht dann nicht in Artifact Storage, sondern der geht in Registry. Das heißt, als Resultat unseres Builds ist ein Docker-Container, der dann später in die Registry eingecheckt wird für dieses Projekt und der später benutzt werden kann, um andere Builds zu machen. So, dann haben wir die Registry, die ist relativ simpel, das ist ein ganz kleiner Container, auch ein Golang-Binary, der braucht eine Storage und eine Config-Datei. Die Storage kann eventuell S3 sein oder lokale Storage, also irgendein Mount auf dem System oder halt Swift, Azure. Der braucht eine Config-Datei, wo er den GitLab findet, die Authentifizierungsstelle. Dafür muss man selbst SignCA erstellen. Da ist wirklich, die Doku ist sehr gut. Was mir aber gefehlt hat, diese Verbindung, wie die ganze Kommunikation durchläuft. Das heißt, der verbindet sich mit dem Docker für die Authentifizierung. Wenn ich für das Projekt nicht freigeschaltet bin, kann ich auch keine Images dahin pushen. Und das ist dann für die Authentifizierung hier. Der GitLab hat ein Frontend für das Registry und braucht dann auch die Storage gemountet. Das heißt, die Storage muss an beiden Systemen gemountet sein. Oder wenn es S3 ist, dann halt gibt man die Credentials und dann können die beide die Storage erreichen. Der muss auch das Zertifikat, das CA haben, damit die Verbindung hier verschlüsselt mit dem eigenen CA, also mit dem CA nur für diese Kommunikation. Da stellt man halt ein eigenes CA. Und der Docker-Client, der geht erstmal hin, authentifiziert sich und dann mit irgendeinem Token kann er dann pushen. Also hier gibt es die Authentifizierung zweimal, einmal hier, einmal hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was genau greift, wozu diese hier. Wahrscheinlich, um
den hier Push zu machen, gehe ich mal von aus. Weil der Client laut Dokumentation authentifiziert sich direkt mit dem GitLab und dann geht er in Docker Registry. So, die roten Pfeile, die werden dann interessant, wenn man eine eigene CA benutzt. Dann diese Kommunikation muss alle Clients, die diese rote Pfeile, rote Kommunikation betreiben, die müssen alle dieser CA vertrauen. Das heißt, der muss die CA lokal installiert haben und vertrauen. Der und ganz interessant, der. Das Problem werden wir später sehen, der wird aus dem Internet teilweise gezogen. Der hat die CA gar nicht drin. Das heißt, wie kann er dann pushen? Kann er gar nicht. Da kriegt man einen Zertifikatfehler. Und das ist auch ein großer Teil dieses Vortrags, wie man dieses Image anpasst, damit man die eigene CA oder Proxy-Konfiguration oder was auch immer da integriert, damit diese Kommunikation hier klappt. Wobei der Pfeil, der rote Pfeil muss eigentlich von hier kommen. Teilweise pusht der, aber großteils pusht der. Vor allem, wenn man Docker-Images baut, dann pusht der Docker-Container. Ja. Verständnisfrage, das GitLab CI Runner, ist das nicht eigentlich der Docker-Container selbst? Also wird der nicht on-demand gestartet? Ja. Im Prinzip ist es ja. So, GitLab CI starten on-demand in Runner. Ja. Der ist der Docker-Container, also eigentlich ja. Ist das ein Kasten sozusagen. Ja, ja. Ich kann es gleich im Detail. Soll ich die Frage wiederholen? Die Frage war, der GitLab CI Runner, ist das ein Container oder ist es kein Container? Beides. Es ist ein Golang-Binary, der verbindet sich an den Docker-Container und startet da ein CI Runner Docker-Container. Und dieses Container hat dann die Möglichkeit, andere Container zu starten. Das ist sehr verschachtelt. Ganz krude wird es, wenn man wirklich Docker in Docker macht, dann ist es dieses CI-Runner-Container, macht noch einen Container, tut da den Socket rein von Docker, und damit der Docker-Container da drinnen sich an den Docker selbst verbinden kann. Es ist ein bisschen, muss man sich ein bisschen da reindenken. Ich weiß nicht, warum man so macht. Man kann das auch über Shell-Befehle machen, aber dann muss man halt Shell-Befehle tippen. Das erstmal ganz laut in Diskussion, ob man so machen muss oder so machen muss. Bei beiden Möglichkeiten gibt es verschiedene Probleme. Auf ein Problem gehe ich darauf ein, mit dem Storage Backend von Docker, dass es auch teilweise sehr langsam sein kann. Da gibt es aber einen Workaround oder einen Fix dafür. So, habe ich die Frage beantwortet? Okay. Noch Fragen? Ja. Also diese CA brauchst du auf jeden Fall. Das Thema heute ist, was machst du, wenn du intern eine eigene CA betreibst und kein offizielles Zertifikat? Wenn du ein offizielles Zertifikat im internen Netz betreibst für GitLab, dann hast du überhaupt kein Problem. Dann ist es trusted von allen, dann ist die Kommunikation, da hast du überhaupt kein Problem, da hast du keinen Kram. Das Interessante wird, wenn du im internen Netz kein offizielles Zertifikat hast, kein Wildcard gekauftes oder kein gekauftes Zertifikat, sondern wirklich eine selbstsignierte CA, Klick und dann daraus Zertifikate signiert, dann wird es interessant. Aber diese Kommunikation, da erstellst du halt drei Befehle, erstellst du eine CA nur für diese Konfiguration, ist alles super beschrieben auch, funktioniert auch genauso. Aber da gibt es auch kein Problem. Okay. So, bevor wir dann Docker in Docker bauen, gibt es ein interessantes Phänomen, wenn man, das heißt DINT, Docker, DINT, Docker in Docker, Docker. So, zu viele Docker. Wenn man Docker in Docker baut, laufen lässt, der interne Docker-Container, der heißt DINT, der
by default benutzt ein WFS-Storage-Driver. Und dieser Storage-Driver kann sehr langsam werden. Wenn man gerade, weiß ich nicht, an einem Tag 2, 3 Images baut, ist es nicht schlimm, abhängig natürlich von der Menge. Aber wenn man wirklich sehr viele Images sehr oft baut, dann kann es für die Storage sehr viel Arbeit bedeuten. Das heißt, als erstes, was man eventuell machen möchte, an der Maschine, die CI-Runner hat, ist auf das Overlay Docker Storage Backend zu gehen. Und das geht sehr leicht bei Ubuntu. Man muss das Modul haben, das Kernel-Modul, muss das Modul Mode proben, das System neu starten, dann wird es automatisch geladen. Und man muss den Storage Backend in dem Docker anpassen auf Overlay und dann wird das ganze Filesystem nicht auf einmal kopiert, sondern wird in diesen Layern auch gehandelt. Wichtig ist dabei, sobald man das macht, erstellt der Docker ein neues Verzeichnis in var Docker Storage mit dem Namen Overlay und das ist erstmal leer. Das heißt, wenn man irgendwie lokal irgendwelche Container hatte, die sind dann mal weg. Also das heißt, die liegen halt woanders. Wenn man dann wieder umstellt, dann sieht man die wieder, weil er wieder auf ein anderes Verzeichnis schwenkt. Aber muss man halt im Hinterkopf behalten, dass die Container, die man jetzt lokal hat, werden halt weg sein mit dieser Umstellung. Okay. Jetzt wird es interessant, wenn man eine eigene CA hat, was braucht man dafür, um GitLab überhaupt zum Laufen zu kriegen mit Docker Registry und mit Docker in Docker, also Bauen von Docker-Containern. So, alle müssen die CA wirklich trusted haben, die Clients, aber wahrscheinlich wird es dann automatisch irgendwie auf verteilt oder jeder, der Docker Registry erreichen möchte oder GitLab erreichen möchte, jeder Client muss dann die CA trusted haben. Und das gehört auch, das gilt auch für CI-Runner. Das heißt, der pusht dann später die ganzen Artifacts, die ganzen Sachen Richtung GitLab. Der muss natürlich auch die CA haben. Das wird viral. Sobald man eine eigene CA hat, jeder muss die CA integriert haben. Am besten integriert man die in die Images rein, da hat man kein Problem. So. Das Problem, was wir vorher angesprochen haben, dass der Docker-Container von CI holt einen Docker-Container aus dem Internet und baut damit dann irgendein Artifact oder wiederum ein Docker-Image. Die Tatsache, dass er ihn aus dem Internet holt, hat er die CA nicht integriert. Das heißt, der kann die Artifacts oder was auch immer, kann er gar nicht pushen. Das heißt, ein Problem. Die Public Images haben blöderweise unsere CA nicht integriert. Das heißt, die muss man dann irgendwie integrieren. Also wir sind dann mit der Lösung oder mit dem Workaround gekommen, um die Images aus dem Internet zu nehmen und die automatisch zu bauen mit Integration von unserer eigenen CA. Das heißt, wir haben ein Docker-Image, der sagt from das und das, CA rein und das war's. Nichts mehr. Und die werden dann gescheduled, gebaut, einmal am Tag, damit man dann immer auf den aktuellen Images, dann baut man halt die Docker-Images, die Docker-in-Docker-Images und eventuell die Base-System-Images, die man braucht. So, wie geht man da vor? Das wird jetzt, ja? Sorry, eine kurze Frage noch. Habt ihr versucht, die Zertifikate in die Docker-Images reinzumounten? Reinzumounten? Also, dass man einfach das Verzeichnis mit den Zertifikaten in das Image reinmountet?
Sehr gute Idee, ja. Was ähnlich ist, aber immer noch die interne CA mit Updaten, dass die das Zertifikat dann auch beinhaltet. Du musst dann... Selber reicht der halt nicht. Ja, aber wenn du das Zertifikat, das ist ja ein Standard-File auf dem Fall. Du kannst das Zertifikat reinmounten, ja, und du müsstest dann das Zertifikat in die Trusted CA nochmal hinzufügen. Ja, das würde gehen. Dann hast du, sehr gute Idee. Dann hast du nochmal die Proxy-Settings. No? Die Proxy-Settings machen wir auch dann beim Image-Bauen. Tun wir die ganzen APT-Proxy-Settings oder was auch immer, die Environment-Variablen. So, und irgendwann hast du 10 Docker-Images und in jeder CI-Konfiguration hast du diese Zeilen. Na? Und das, wenn du dann dein Proxy, eine IP oder einen Namen ändert, hoffentlich nicht, oder eine neue CA hast, dann musst du wirklich alle deine CI-Konfigurationen ändern. So änderst du nur eine Konfiguration und darauf wird dann automatisch gebaut. Das ist... So und so, kann man so machen, klar, ist auf jeden Fall viel einfacher, die Zertifikate einfach da reinzutun. Aber bei viel CI-Konfiguration kann es dazu führen, dass du wirklich viel anpassen musst. Und das ist auch großer Overhead bei CI-Konfigurationen, das ist immer das Gleiche. Ja. Wieso holen Sie überhaupt immer wieder vom Docker ab die aktuellen Images? Kann man machen, muss man aber nicht. Nein, weil wenn ich mir von meinen eigenen Docker Registry die Base Images jedes Mal holen habe, ist dann schon vorbereitet. Genau, ja. Also warum, die Frage war, warum soll man die Images direkt vom Docker Hub immer ziehen? Muss man nicht. Man kann auch, natürlich, dafür ist die eigene Registry da. Wir bauen eigene, aber Ubuntu oder CentOS oder Docker, also Docker Image mit Docker drin, die willst du ja nicht selber bauen. Kannst du. Nimmst du die, klonst du die Repository? Klar. Ja, aus. Ja. Datenschuldgründen würde ich die sonst so selber bauen. Ja, klar, natürlich. Kannst du direkt vom Scratch kompilieren, alles klar, natürlich. Und macht man einfach dann den Klon von dem Docker Repository ins GitLab rein, tu da die CI-Konfiguration und die wird dann gebaut. Dann hast du eigene clean Images, nicht verseucht mit irgendwelchen Sachen. Ja, klar. Ja. Spricht was dagegen, für diesen Zweck einfach Let's Encrypt zu benutzen und für die Domains-Validierung nimmt man DNS als Methode zum Beispiel und dann spart man sich das ganze Pushen von den selbst signierten CA und Zertifikaten. Dann hat jeder ein valides Zertifikat oder gibt es da irgendeinen. Ja. Ja, ich wiederhole nochmal die Frage. Kann man nicht einfach Let's Encrypt benutzen und sich den ganzen Stress sparen? Ja, sicherlich, klar. Wenn du die Möglichkeit hast, auf ein valides Zertifikat draufzukommen, klar. Aber bei großen Enterprise ist es größer, du hast keine Kontrolle über DNS. Du hast keine Kontrolle über das Traffic, der reinkommt. Das heißt, wie willst du überhaupt Let's Encrypt bekommen? Das heißt, du musst entweder DNS-Entry oder du musst irgendwas nach außen laufen lassen. Ja. Deshalb habe ich auch DNS als Validierungsmethode vorgeschlagen, weil also für die eigene Domäne hat man erwartet. Ja, sicher, klar. Kannst du so. Nein. Nur HTTP, die CA ist nur für HTTPS, damit die HTTPS-Verbindung vertraut aufgebaut werden kann. Und wenn man dafür ein offizielles Zertifikat benutzen kann, ohne viel Schmerzen, dann auf jeden Fall machen. Let's Encrypt ist eine super Sache, nur in einer großen Enterprise, da dauert eventuell so ein DNS-Change, dauert vielleicht mal einen Monat. Und wenn du das gemacht hast, hast du ein Zertifikat. Hast du ein Zertifikat bekommen, dann ist das schon abgelaufen, bis du den nächsten Change hast. Genau, also stell dir vor, du hast keine Kontrolle über DNS, du hast keine Kontrolle über Firewall, du hast keine Kontrolle über einkommenden Traffic, aber du möchtest trotzdem CI machen. Und das spricht dann dagegen.
Also große Konzerne sind halt so, dass du sehr lange auf so einen Change, der nicht irgendwie nichts bewirkt, also kein Benefit hat, die dauern halt so lange, wie dein letztes Krypto-Zertifikat läuft. Ja, deshalb der Vortrag. Genau. Das Problem ist, wenn man einen Docker-Container erstellt mit der eigenen CA, der GitLab CI ist so konfiguriert, der bei Default pullt er immer Images von Docker Hub. Das heißt, wenn er auch lokales Image hat, pullt er das trotzdem, um zu gucken, ob da eine neue Version gibt. Man kann natürlich sagen, der soll woanders pullen, aber bei Default pullt er aus dem Internet. Das heißt, man muss erstmal die Base Docker Images, Entschuldigung, die Base Docker Images selbst bauen und selbst auf die Repository hochladen, damit das Prozess dann später laufen kann, damit er die Images schon mal vorrätig hat. Ansonsten hätte man Henne-Ei-Problem. Der versucht, die zu holen, der kann die nicht holen, weil der kann die nicht bauen, weil die noch nicht gebaut sind. So. Sorry. Und dafür müssen wir erstmal die Runner-Konfiguration anpassen. Dann bauen wir die ersten Docker-Images selbst, pushen die zu Repository und sobald die im Repository drin sind, dann können wir die CI-Konfiguration anlegen. Bitte nimm die Images aus dem Repository und baue mir die selbst. Das heißt, der nimmt die Images selbst und baut die selbst damit. So. Und CI-Konfiguration erstellen. Eventuell kann man halt, wenn man so ein eigenes Ubuntu-Image pflegen möchte mit eigenen Custom, vielleicht Security-Patches oder Security-Guidelines, die man so ein Enterprise öfters mal hat, da kann man so ein Docker-Image dann immer einmal am Tag bauen, ist ein Feature von CI, Scheduled Builds, das heißt, immer täglich wird es gebaut und hat man dann immer die aktuelle Version. So, die bei der Runner-Konfiguration ist wichtig, dass der Executor, ein Docker-Executor, dass er privileged ist. Privileged heißt, der hat es ist ihm erlaubt, an den Docker-Deem dran zu gehen und neue Docker-Container zu starten. Da muss man vorsichtig sein, also nicht alle Jobs möchte man in Privileged Mode laufen lassen. Nur die Jobs, die auch die Docker-Container bauen und so verschiedene Tests oder so, die müssen nicht privileged sein. Und man muss den Docker-Socket reinmounten. Also hier würde man nochmal den Mount, den du meintest, mit der CA, hier würde man den da reinmounten. So, dann erstellen wir den. Wir müssen zwei Images bauen. Ein Image für das Docker Latest, also das Docker-Image, also ein Docker-Image mit dem Docker-Binary da drin. Und ein Image Docker-Dint, das ist ein extra Image, der ist sehr ähnlich zu dem normalen Docker-Image, nur der ist gedacht in einem Docker-Container zu laufen. Das heißt, ein Docker-File für das Docker-Latest. Wir nehmen das Docker-Latest, kopieren da unser Zertifikat, fügen das zu den CAs und das war's. Mehr ist das nicht. Die Dateien sind alle auf dem GitHub. Den Link gibt es in den Slides und in dem Vortragsprogramm auf dem GitHub-Account, da gibt es die Files, da gibt es auch ein README, Step-by-Step, was man machen muss, um halt sowas zu bauen. Also müsst ihr nicht abfotografieren oder copy-pasten aus der Präsentation, da gibt es alles. Muss man sogar nur die Verzeichnisse reinklonen in GitLab und dann einfach Bild laufen lassen, ist alles auf dem GitHub dann hochgeladen. Lizenz. Bitte? Welche Lizenz? Boah. Ich nicht. Artistik. So, dann braucht man dafür eine CI-Konfiguration. Die ist ein bisschen komplizierter, aber wir gehen die mal durch.
Wenn man Overlay benutzt hat, braucht man dann dieses Docker-Treiber. Wenn man nicht umgestellt hat, dann kann man es weglassen. ImageStack ist auch eine Variable, die setzt sich zusammen aus dem, unserem Registry-Pfad, HTTPS, docker-registry-domain.com. Der GitLab kennt die ja, weil der hat ein Frontend dafür. Und Commit-Reference-Name, also wäre dann Master oder Branch-Name oder Tag-Name. No? Also bevor wir überhaupt anfangen, loggt er sich ein mit dem CI-Token. Token wird auch per Variable, den sehen wir nicht, das ist intern. Das ist so die Standardkonfiguration wirklich von CI. So, und dann bauen wir ein Docker-Image, Stage-Build, also kann man verschiedene Stages, Test, Build, Deploy. Und wir benutzen ein eigenes Image, das ist die Gruppe, die wir erstellt haben, und Docker-Master, also Master-Branch. So, das ist interessant. Services, um ein Docker-Image zu bauen über CI, braucht man dann ein Service. Service ist ein zusätzlicher Container einfach, der gestartet wird. Und das ist nämlich der Docker-in-Docker-Image, den wir dann später nochmal bauen. Tags ist, kann man weglassen, aber die CI-Runner kann man taggen. Also dieser CI-Runner ist zum Beispiel Privilege, läuft in Privilege-Mode. Das heißt, der ist dann DINT getaggt. Das heißt, auf diesem CI-Runner laufen nur DINT-Jobs, also Docker-in-Docker-Jobs und sonst keine. So, und dann Docker-Build, Docker-Push, das war's. Das Gleiche macht man dann für Docker-in-Docker-Image, also DINT-Image. Das ist genauso aufgebaut, nur hat hier ein paar Unterschiede. Ist so original von, kopiert von dem Docker-Image, von dem Docker-File. So. Und die gleiche CI-Konfiguration. So, und sobald man diese zwei Container gebaut hat, gepusht hat, kann man dann verschiedene Docker-Container damit bauen oder auch die selbst dann nochmal damit bauen, regelmäßig. Und die Konfiguration dafür sieht dann folgendermaßen aus, genauso wie davor. Also Overlay, wie ich schon sagte, könnte man weglassen, könnte man auskommentieren. Und zum Schluss baut man ein Image mit dem Image-Tag und pusht das in die lokale Registry zu diesem Projekt hoch. Und man fügt diese Datei in das Repository, man fügt da ein Docker-File hinzu, und verschiedene Dateien, die man halt braucht dafür, und das war's. Somit baut man dann im Endeffekt eigene Docker-Images mit GitLab CI. So, gibt es dazu noch Fragen zu dem Thema Bauen? Okay, dann gehen wir mal weiter vor. Forward Proxy. Viele Enterprise haben Forward Proxy mit Filtering, mit was auch immer, auch in der Serverinfrastruktur. Wenn man Glück hat, ist das ein relativ einfaches Forward Proxy und es filtert nicht viel und es ist ein transparenter Proxy. Wenn man Pech hat, ist es kein transparenter Proxy. Da gehen wir kurz darauf ein, was man da machen kann oder was wir da damit machen, um das umzugehen. Also Problem ist klar, nicht jede Applikation immer hat Proxy-Support oder es ist manchmal sehr tricky, muss man lange suchen, versionsabhängig, wie man die Proxy-Konfiguration macht. Wenn man, wie wir schon angesprochen, wenn man die Proxy-Konfiguration immer in CI-Konfiguration machen, da hat man immer so einen Blob in CI, der nochmal dazukommt und den man dann eventuell anpassen muss. Das heißt, das möchten wir auch dann vermeiden. Wir möchten es auf an einer Stelle irgendwo konfigurieren oder an wenigen Stellen wie möglich. So, man möchte dann wahrscheinlich Environment-Variablen setzen in dem System und hoffen, dass das Programm Gebrauch von diesen Environment-Variablen nimmt. Und wenn das nicht der Fall ist, das gibt es nämlich auch, dann haben wir uns gedacht, ein lokales Transparent Proxy
auf dem CI-Runner-Maschine laufen zu lassen, der nichts anderes tut, als der ganze HTTP-Traffic durch sich leitet und zu der nächsten Proxy-Instanz. Also das ist so die minimale Konfiguration. Hier würde man den Upstream-Proxy konfigurieren und dazu gibt es dann noch ein IP-Tables-Rule, quick and dirty, funktioniert aber nicht für HTTPS. Für HTTPS muss man trotzdem HTTPS-Proxy setzen und der Proxy muss das unterstützen. Und der Proxy muss Connect unterstützen. Also das kann, mit HTTPS kann eventuell tricky sein. So. Keine Fragen? Gut. Dann zum Schluss gibt es noch ein paar Bugs, die wir gesehen haben, die gerade dabei sind, gefixt zu werden. Der eine Bug ist mit Git Submodules. Git Submodules sagt einem was? Okay, einige nicken. Bitte? Von damals noch. Manchmal hat man viele Repositories, manchmal wie Facebook hat man den größten Repository in der Welt oder war das Microsoft, die haben eine Extension geschrieben für Git, damit das große Repository da einpasst und manche haben dann viele kleine Repositories und so ein Meta-Repository, der auf die anderen dann verweist. Also nochmal zu Git Modules, ich habe ein Repository, ich habe da Dateien, aber ich möchte auch nicht Dateien von einem anderen Repository einfach kopieren, sondern ich möchte es verlinken und beim Klonen mache ich Recursive, glaube ich, und dann klont er mein Repository und guckt, aha, da gibt es auch einen Verweis auf ein anderes Repository und klont das nochmal rein in ein Verzeichnis. Ich weiß nicht, bei SVN, ja, wie es da macht. Auch mit dem aktuellen Commit, den du oben angemeldet hast, also du sagst nicht einfach nur aktualisiere. Genau. Du registrierst ja oben, welcher Commit von dem Submodul genau genommen wird. Genau. Das war eben halt auch das, weshalb man es nicht mehr so nutzt, weil man eben jede Änderung irgendwie so zweimal anmelden muss. Also gibt es sicherlich Use Case. Gibt es Vor- und Nachteile. Ich wiederhole nochmal, was du gesagt hast. Also sobald man das Hauptrepository oder ein Repository zu einem Submodul-Repository verlinkt, verlinkt man wirklich zu einem Commit oder Branch, also geht im Endeffekt alles Commit, zu einem Commit. Das heißt, man kriegt nicht immer die latest Version, sondern man kriegt irgendeine Version. Gibt es Vor- und Nachteile? Vorteil natürlich, ich bin immer auf der Version, die es funktioniert und nicht der Upstream hat irgendwas geändert, hat eine neue Version gebraucht und plötzlich funktioniert bei mir nichts. Aber hat den Nachteil natürlich, ich muss immer aufpassen, aha, gibt es eine neue Version? Dann verweise ich immer auf die neue Version. Wobei das nicht, also man kann halt auch, wie du gesagt hast, auf Branches gehen. Also wir haben bei uns so ein Setup, wo wir den Master Branch drin haben oder den Dev Branch. Und dann hast du den Effekt, dass du quasi immer latest Version ziehst. Bist du sicher? Ganz sicher. Ich glaube, du kannst nur auf Commit-Basis. Auch wenn du auf Master verweist, dann ist es immer nur der jetzige Master. Nee? Also du kannst in der okay. Punkt Git Submodule oder Git Modules Config kannst du einen Branch entgeben. Genau, musst du manuell dann anpassen. So ein Complete-Build für jetzt irgendwie hier gesammelten Testergebnisse, Dokumentation und sowas. Und der zieht sich dann im CI quasi immer den kompletten Build auf die latest Version. Ja, okay. Das ist ja nicht, du musst ein bisschen rumkonfigurieren, das ist richtig, aber grundsätzlich ist es schon. Muss man. Mit Frikadellen und Bier kriegt man das hin, meinst du? Ja, also wenn man es einmal raus hat, dann ist es easy, aber bis man es raus hat, dauert es ein bisschen. Ja, ich wiederhole nochmal. Damit man den Verweis von dem Repository auf ein Submodule-Repository, auf ein Latest oder auf einen bestimmten Master macht, muss man in die Configs rein. Ja. Ja, okay, das wusste ich schon. Guck mal. Wenn wir über CI ein Repository auschecken und darauf irgendwelche Builds, Tests laufen lassen möchten und wir haben dieses Repository mit Submodules gelinkt zu einem anderen Repository, haben wir so einen Fehler bekommen. SSL Certificate Problem, Enable to Access und dann github.com. So, das heißt,
Man muss es jetzt nicht mit CA vertauschen. Das ist tatsächlich irgendein Problem mit Golang, wie Golang verschiedene Zertifikate behandelt. Dafür gibt es einen Bug und der Fix soll in der nächsten Release, jetzt in ein paar Wochen kommt es raus, soll es gefixt sein. Also wenn ihr das aufsetzt und diesen Fehler seht, das hat nichts mit eurer CA oder mit Zertifikat zu tun, das ist was anderes. Also es ist tatsächlich ein Problem, du kannst keine Repositories auschecken, die Submodules haben zurzeit. So, dann gibt es noch eine Sache mit GitLFS. GitLFS ist ein Large File Storage für Git. Also Git geht super um mit Textdateien, Code, Tech oder was auch immer, was Text ist. Git geht ganz schlecht um mit Binary-Dateien, um Videos und Bilder und JAR-Dateien vielleicht nicht. So, das heißt, GitLFS macht da so einen Verweis in Git und lädt die Dateien hoch auf GitLFS-Server. In dem Fall ist der im GitLab integriert. So, und das klappt auch nicht. Sobald man ein Projekt mit LFS-Objects hat, man hat dann ein Projekt, die Verweise, aber die Objects nicht. Die werden nicht ausgecheckt. Wir haben ein Workaround, wir haben ein eigenes Image, wir haben wirklich nur sehr wenige Repositories, die LFS benutzen, und wir möchten dieses Repository an dem Release einfach tarnen, bundeln und als Artefakt hochladen ins Git, damit der Kunde oder derjenige einfach mal auf das Artefakt-Download-Button klicken muss und hat dann Archiv mit allen Artefakten, mit allen da drinnen. So, und dafür haben wir dann ein Docker-Image gebaut, der holt sich LFS-Sourcen und dann macht Git LFS-Fetch und holt die LFS-Objekte manuell. So sieht es aus. Also man kennt ja schon Image, Ubuntu, also wir nehmen dann unser eigenes Ubuntu oder man kann Original Ubuntu nehmen. Man lädt das aktuelle LFS runter, installiert, Git LFS Install, Git LFS Fetch und Checkout. Und der holt sich dann die ganzen Objekte aus dem GitLab. Und dann tat man das, man sagt, man soll dann das Artifact hochladen, der soll für 2 Wochen aufgehoben werden und da soll nur an den Branches oder Tags erfolgen, wo Release drin ist. So. Das war's. Also ich finde, GitLab ist ein sehr tolles Produkt. Also vielleicht, wenn ich ein bisschen gemeckert habe, aber das Produkt hat sich, also das, die Community ist super, das entwickelt sich sehr schnell. Man sieht ja in einer Enterprise-Architektur, die bekommen jetzt immer mehr Enterprise-Kunden. Man sieht so an den Bugs, dass die damit manchmal sehr viel Challenge haben, das in Enterprise-Infrastrukturen zu deployen. Was mir persönlich ein bisschen fehlt bei GitLab, dass die Entwickler Ruby on Rails entwickeln und auch großteils Beispiele für Ruby on Rails und auch Frontend. Also ich hätte mir gewünscht, dass da auch ein bisschen Systemtools, Golang, Perl oder PHP oder was auch immer. Aber da könnt ihr einen Beitrag leisten, mal Videos machen, wie man eine bestimmte Sache mal schnell in GitLab CI aufsetzt. Und jetzt gibt es Fragen. Ja? Großteils, ich wiederhole nochmal, wir haben verschiedene Bugs gefunden oder wir haben verschiedene Bugs getrackt. Wie lange dauert, bis ein Bug gefixt ist? Großteils schnell. Manche Bugs, weiß man ja, so Legacy-Sachen oder Architekturänderungen, manchmal so ein Golang, dieses Submodules-Bug. Da ist so ein Rattenschwanz rausgekommen, da haben die angefangen, ja, ist ja hier kleine Sache. Und dann nochmal Dependencies, da Golang-Version updaten,
manchmal dauert, also dieser Bug ist schon länger unterwegs. Aber Großteil so wirklich Kleinigkeiten, die sind sehr schnell. Also schneller als man erwarten würde. Das heißt, wenn dann der Fix etwas länger dauert, macht ihr dann Fix selber bei euch? Oder? Ja, machen wir so einen Workaround. Wenn der Workaround möglich ist. Also mit Submodules haben wir keinen Workaround gefunden. Aber Gott sei Dank haben wir fast keine Repositories, jetzt noch keine Repositories mit Submodules. Ja? Habe ich das richtig verstanden, dass die GitLab-Funktion, die wir jetzt gesehen haben, so ein bisschen der Versuch ist, Tools wie Jenkins oder Artifactory quasi zu integrieren? Weiß ich nicht. Also die Frage war, ist GitLab ein Versuch, wie Jenkins und Artifactory zu integrieren? Ja und nein. Artifactory kann man trotzdem dazu haben, würde ich sogar empfehlen. Das sind wir auch dabei, weil JAR-Dateien will man nicht unbedingt als Artifacts, weil Artifactory ist viel mehr. Also, und ich bin mir nicht sicher, ob man mit Artifactory auch Golang und Perl-Module hochladen kann. Da bin ich mir nicht sicher. Aber das wäre halt Alternative, weil Artifactory ist, glaube ich, sehr stark auf Java orientiert. Wir benutzen auch dazu ein Artifactory, ja, auf jeden Fall. Artifacts im GitLab ist eher so, das ist ein Release, das ist der Bundle dazu. Bitte Kunde oder wer auch immer, Product Manager, klickt drauf, schickt dem Kunden das Release und fertig. Du weißt, dass es die Pipelines durchgegangen ist, dass es getestet ist und dass es bestimmte Qualität hat. Wenn man Artefakten baut, die man später in die Projekte inkludieren möchte, so wie JAR-Dateien in Java, dann besser über Artifactory. Jenkins ist ein anderes Thema, da gibt es Vorteile, der hat sich wirklich sehr stark verbessert in der letzten Zeit. GitLab ist hinterher ein bisschen, meiner Meinung nach, aber es hat so, meiner Meinung nach, so ein bisschen frische Gefühl, die sind zwar, da gibt es ein paar Kinderkrankheiten, aber diese Runner-Architektur, die hat mich fasziniert. Dankeschön. Ja? Macht ihr aus Grund auch Continuous Deployments mit GitLab oder nicht? Weil wir haben das evaluiert und wollen das jetzt versuchen. Aber es ist noch sehr frisch wohl und so Pipelining, Continuous Deployment mit failenden Tests und Rollbacks und Informationen zurückfiltern und so, war auch wohl sehr frisch. Habt ihr da Erfahrung? Wir starten jetzt damit, wir wollen das sehr gerne machen, können gerne Austausch machen. Wir haben auch einen Kunden, der das machen möchte. Ich kann noch nicht viel dazu sagen. Wir müssen erstmal sogar gucken, was wir als Backend haben, weil ich glaube, GitLab unterstützt nur Kubernetes ganz gut. Und bei Kubernetes höre ich immer negativen Feedback. Das ist auch die Sache, die wir noch evaluieren. Vielleicht fürs nächste Jahr. Aber das ist genau die Sache, warum dieser Vortrag, weil es gibt ein 10-Minuten-Video von GitLab, wo man, ich habe hier ein Ruby on Rails-Projekt, ich habe hier ein Kubernetes-Cluster, ich habe hier ein Template von GitLab CI und dann habe ich direkt die Tests, das Deployment, Auto-Scaling und alles in 10 Minuten. Wir haben gesagt, super Sache, probieren wir mal. Und dann das, dies und dann habe ich mir gedacht, okay, wir haben die Arbeit gemacht und das wollen wir der Community weitergeben, damit ihr auch weißt, was euch erwartet. Dass du nicht deinem Manager sagst, mit GitLab bin ich in 10 Minuten fertig, da habe ich die Pipeline aufgesetzt. Ja. Noch mehr Fragen? Ja? Dann nochmal eine Frage, eine letzte Frage auch zu dem CA-Thema. Also meiner Erfahrung nach ist es in Companies, die teilweise auch eine eigene PKI haben, gar nicht so schwer, ein eigenes Zertifikat zu kriegen. Was war sozusagen euer Grund jetzt zu sagen, wir machen das auf einem anderen Weg? Weil ich meine, ihr habt jetzt ja auch relativ viel Zeit da rein investiert, das mit einer Self-Science zu machen. Ist kein Es ist ja eine CA, wo wir ein Zertifikat haben. Du kriegst ein Zertifikat von der CA gesigned. Aber der ist von der CA gesigned, von deiner internen CA. Das heißt,
Wenn du das Zertifikat haben wir, das ausstellen, können wir auch hunderte von ausstellen, das ist kein Problem. Nur du trustet ihn nicht, weil die CA self-signed ist. Oder meinst du eine... Ja, normalerweise, ich kenne es von Companies, die haben halt irgendwie ihr eigenes Zwischenzertifikat, aber haben natürlich ein Global Sign. Ach so, okay, ja. Ja, dann sehr ist das ein offiziell gültiges Zertifikat. Das ist aber auch nicht der Fall, dass die... Okay, verstanden. Ja, das ist ein selbstsigniertes, also selbst erstelltes, ja, internes CA. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Das ist nicht immer, dass man intern eine CA offiziell gesigned betreibt, aber macht auch Sinn. Wir haben auch Kunden, die eigene CA betreiben, selbst eigene CA haben, also eigene CA-Center. Da ist es natürlich kein Problem, musst du halt nur 3 Wochen warten. Ja? Gibt es überhaupt einen Grund dafür, eigene CA zu verwenden? Ich meine, so ein Wildcard-Zertifikat kostet jetzt auch nicht die Welt. Dann habt ihr ja mehr Arbeit, das da reinzufrieren, als so ein Scheiß-Zertifikat kostet. Ja. Das sind 600 Euro oder was kostet ein Wildcard? Ja, ja. Sparen kostet es, was es wolle. Die Frage war, macht das wirklich Sinn, eine eigene CA zu betreiben, wenn man relativ günstig ein Wildcard-Zertifikat für das interne Netz einfach kaufen kann? Nein, macht das keinen Sinn. Aber wenn man es schon hat und wenn man beim Kunden als Consultant unterwegs ist, man sagt ja nicht, nee, du musst erstmal ein CA-Zertifikat kaufen. Natürlich kann man es machen, aber dann wird gesagt, nee, machen wir nicht. Wir machen so und nicht anders. Da muss man mitmachen. Ja, natürlich macht das Sinn. Deshalb sagte ich ganz am Anfang, wenn ihr die Möglichkeit habt, offizielles Zertifikat, ob es Let's Encrypt, ob es signierter CA, ob es gekauftes Wildcard ist, immer besser. Okay, dann ich bedanke mich für die Teilnahme und die Dateien sind auf GitHub. Und die Slides lade ich gleich hoch.